Es ist der 19. September 1946. Winston Churchill fordert in seiner Rede an der Universität Zürich die Schaffung einer Art Vereinigte Staaten von Europa. 9. Mai 1950. Die Montanunion als Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EGKS, wird von Robert Schuman ins Leben gerufen. 23. Oktober 1953. Der Brüsseler Pakt wird in die Westeuropäische Union, WEU, umgewandelt. 13. Dezember 1955. Offizielle Einführung der Europaflagge durch den Europarat. 1. Januar 1958. Die römischen Verträge der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft EWG und der Europäischen Atomgemeinschaft Euratom treten in Kraft. 21. Oktober 1972. Die Staats- und Regierungschefs beschließen in Paris den Ausbau der EG zur Europäischen Union und verabschieden einen Zeitplan zur Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion. 1973. Dänemark, Irland und Großbritannien treten der EG bei. 10. Juni 1979. Erste Direktwahlen der 410 Abgeordneten für das Europäische Parlament. 1981. Griechenland tritt der EG bei. 1986. Portugal und Spanien treten bei. 29. Mai 1986. In Brüssel wird erstmals die Europaflagge gehisst und die Europahymne gespielt oder an die Freude aus Beethovens 9. Sinfonie. 19. November 1990, anlässlich einer Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, erklärten 34 Staaten, dass die politische Spaltung Europas und der Kalte Krieg beendet ist. 7. Februar 1992, der Unterzeichnung des Maastrichter Vertrages mit dem Ziel zur Gründung der Europäischen Union. 1995, Österreich, Schweden und Finnland treten bei. 2. Oktober 1997, der Vertrag von Amsterdam wird unterzeichnet. 26. Januar 2001, Vertrag von Nizza wird unterzeichnet. 1. Januar 2002, in 12 Mitgliedstaaten wird der Euro als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt. 2004, mit Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Estland, Lettland, Litauen und Zypern und Malta treten 10 weitere Staaten der EU bei. 29. Oktober 2004, in Rom wird die EU-Verfassung von den 25 Staaten und Regierungschefs feierlich unterzeichnet, die bis zum 29.10.2006 von allen 25 EU-Staaten ratifiziert werden muss. 29. Mai 2005, die Wähler in Frankreich stimmen mit Nein für die europäische Verfassung. 1. Juni 2005, in Niederlanden sagen die Wähler Nein zu der europäischen Verfassung. 2007, Bulgarien und Rumänien treten bei. 19. Oktober 2007, die Staats- und Regierungschefs einigen sich in Lissabon auf den Vertragstext des EU-Reformvertrags, der den gescheiterten Vertrag über eine Verfassung für Europa ersetzen soll. 2008, das Bundesverfassungsgericht bittet den Bundespräsidenten die Ratifikation des Vertrages nach Klage durch Professor Dr. Schachtschneider und seinen CSU-Parlamentarier Gauwalle, den Vertrag nicht zu unterzeichnen. 12. Juni 2008, Irland lehnt in einer Volksabstimmung den Vertrag von Lissabon ab. 13. Mai 2009, Polen befürwortet den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union. Das erklärte Polens Regierungschef Donald Tusk am Donnerstag in der Verhandlung mit seinem türkischen Amtskollegen Erdogan in Warschau. Gestern, 14. Mai 2009, das hier liegt in meinem Briefkasten, der Wahlbescheid zur Europawahl am 7. Juni 2009. Die Europäische Union steht in diesen Tagen am Scheideweg. Die Bemühungen um eine EU-Verfassung laufen schleppend. Die bald 60-jährige europäische Integrationsgeschichte droht in Frührente zu gehen oder erlebt sie doch gar einen zweiten Frühling? Europa auf dem Weg zur allumfassenden Superstate oder doch zur weiten, jedoch unvertieften Freihandelszone? Damit begrüße ich ganz recht herzlich unseren heutigen Gast, das langjährige Mitglied des Europäischen Parlaments, Träger des Bundesverdienstkreuzes und Mitarbeiter und Mitautor des Verfassungsvertrags, Herr Klaus Hensch. Europa auf dem Weg zum Superstate oder doch nur ein weiter Staatenverbund? Quo vadis Europa, Herr Hensch? Europa ist ganz sicherlich nicht auf dem Weg zu einem Superstaat. Wir wollen das auch nicht. Sondern was mich jetzt ein bisschen zögern macht, ist, dass Sie gesagt haben, oder nur zu einer Europäischen Union. Wieso eigentlich nur? Wir machen eine Union von 27 oder 28, 29 Staaten. Eine Union von Staaten, die es noch nie gegeben hat in der Geschichte der Welt. Die freiwillig zusammenkommen, um miteinander zu arbeiten,
gemeinsame Probleme zu lösen und dies auch noch so demokratisch wie möglich zu tun. Dafür gibt es kein Beispiel. Es ist ein großartiger Versuch. Wir müssen gar nicht ein Superstaat werden. Dass wir das schaffen, 27 Völker, die jahrhundertelang in Europa mit Raub und Mord und Krieg und Verwüstung übereinander hergefallen sind, in einer gemeinsamen Union zu vereinigen, die Staaten nicht aufzulösen, sondern sie zusammen zur Zusammenarbeit zu bringen, das finde ich ist eine so großartige Sache, dass man sich überhaupt gar nicht fragen muss, wird das nun ein Superstaat oder wird es nicht?